Guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich mache erst mal meine Haare und dann erkläre ich noch mehr zum Video. Ich muss auch gerade noch leise sein, weil der Kai hier drüben schläft und die Tür steht offen. Ja, ich würde sagen, ich mache erst mal meine Haare und dann sehen wir uns wieder. Schaut mal, wen ich mitgebracht habe. Hier ist gerade jemand aufgewacht. Aber so wach ist er noch gar nicht. Oh, der kleine süße Hase. Ja, es ist jetzt 20 Minuten vor um 7 und ich kann euch ja jetzt auch erklären, was für ein Video das wird. Und zwar wollte ich heute mal einen Vlog drehen. Ich habe schon so lange Bock darauf und die Sache ist, dass sich unser Alltag ein bisschen verändert hat, weil wir sind gerade bei der Eingewöhnung in der Krippe und dann ist es so, dass jetzt die letzten zwei Tage und heute auch zumindest am Tag noch Philipp nicht da ist und wir praktisch nur zu zweit sind und ich einfach da mal den Alltag für euch drehen wollte. Eigentlich wollte ich das schon gestern machen. Aber da bin ich früh nicht aus dem Bett gekommen. Dann war ich einfach absolut unmotiviert, dann einen Vlog zu starten früh. Genau, und versuche ich es einfach nochmal. Und genau. Mal sehen, was wir euch heute vom Tag zeigen können. Also ich glaube, es ist super schlechtes Wetter draußen. Jo, wir machen sie jetzt erstmal fertig. Also ich mache meine Haare noch und der Kleine wird dann gewickelt und dann geht's Frühstück. So, Kai spielt jetzt auf dem Sofa. Also ich habe ihn da erstmal abgesetzt. Und ich kümmere mich jetzt ums Brot. Also ich mache mir auch gleich noch einen Kaffee. Ich habe so einen Appetit auf Kaffee. Und ich habe hier noch zugezogen, weil es jetzt früh so dunkel ist, dass man Licht anmachen muss. Und ich jetzt keine Lust habe, dass hier jemand uns beobachtet. Muss einfach nicht sein. Genau, ich koche mir jetzt erstmal einen Kaffee. Und muss natürlich das Wasser auffüllen an der Kaffeemaschine. Was sonst? Also für uns gibt es Frühstück und zwar ist das hier Karlsbrot, wo ich ihm schon ein Stück abgeschnitten habe, was er gerade Wurst und Käse getrennt verzehrt und das ist mein Brot, das ist der Rest von dem Käse, deswegen habe ich da noch eine Scheibe Wurst drauf gelegt. Dann habe ich mir hier einen Kaffee gemacht und ein großes Glas Bananensaft und ja, ich sage zwar immer selbst, das sind die Latte Macchiato Gläser und da soll nichts anderes rein, aber ich finde die auch trotzdem so schön, die Gläser. Genau. Wir frühstücken jetzt und falls ihr hier Chaos um uns herum seht, das liegt daran, dass wir aktuell die Küche umräumen und wir haben gerade keinen Küchenschrank, also keinen Aufbewahrungsküchenschrank, beziehungsweise doch einen, aber der ist offen, das heißt, der Kleine kommt da locker ran und es wird dieses Wochenende hoffentlich noch ganz viel in der Küche passieren, dass wir dann hier unseren Inhalt der Schränke einräumen können, aber so viel ist es gar nicht. So, ich hoffe, ihr seht mich jetzt, weil, wie gesagt, ich habe ja das Sichtfeld neu eingestellt. Es ist jetzt 7:03, wir sind, ja, die Zeit, alles gut. Ich lasse nur eben die Scheibe runter, weil hier alles super nass ist und ich ungefähr nichts im Spiegel sehe. So. wir fahren jetzt los und mal gucken, wann ich das nächste Mal filmen kann. Ich kann jetzt einfach die Kamera, also ich muss jetzt ausmachen, wenn ich fahre, weil unser Saugnapf ist zerfallen, deswegen kann ich ihn nirgendwo mit dem Saugnapf festmachen. Jo, dann sehen wir uns
Wir waren auch immer wieder. Wir fahren jetzt auf jeden Fall los. So, ich bin jetzt im Kindergarten. Ich habe den Karl jetzt abgegeben und er wird heute eine halbe Stunde hier sein. Und ich bin halt hier, falls was ist. Er war gestern 20 Minuten schon alleine und das hat super geklappt. Deswegen denke ich jetzt auch, dass er jetzt eine halbe Stunde schafft. Ich finde das so schön, dass das hier so super entspannt und in so 10 Minuten Schritten ist. Klar dauert die Eingewöhnung dadurch lange, aber wir haben Zeit. Wir lassen dem Karl alle Zeit. Und ja, genau. Ich beschäftige mich jetzt eine halbe Stunde. Ich habe mir eine Zeitung mitgenommen. Hatte ich gestern auch schon. Bin nicht so viel zum Lesen gekommen, weil 20 Minuten gehen schneller um, als man denkt. Und ja, genau. Dann sehen wir uns entweder nach dem Kindergarten, also dann wieder im Auto oder zu Hause oder so. Und ja, mal gucken, was wir heute zum Mittag essen. Ich habe mir noch nichts überlegt. Da habe ich jetzt auch noch ein bisschen Zeit, mir was einfallen zu lassen. So, wir haben jetzt 9:30 und wir sind wieder zu Hause. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin im Kindergarten schon erzählt habe, aber heute war Karl auf jeden Fall eine halbe Stunde drin. Also ich habe ihn früh abgegeben, mich verabschiedet, bin dann halt in den Nebenraum und jetzt wird mir gerade die Kamera geklaut. Bekomme ich bitte deinen Schnuller? Ach, ich bekomme einen Bernhardiner. Okay, ich habe jetzt einen Bernhardiner bekommen. Der heißt Bernhard. Und ja, wir werden uns jetzt ums Mittagessen kümmern. Ich guck mal, ich denke mal, dass ich Nudeln machen werde mit einer Tomatensauce oder sowas. Und er hat heute auch was Rotes an, also das ist vielleicht ganz praktisch. Danke. Jetzt habe ich das Elefantenbaby bekommen. Jo, dann mal gucken. Ich werde mich jetzt mal so nebenbei ans Kochen machen, ganz ohne Stress. Ist ja noch zeitig und genau. Mal schauen, was wir dann noch so anstellen. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass es super geklappt hat im Kindergarten und morgen, ja, denke ich mal, auch gut klappen wird. Und ja, morgen ist ja auch schon Freitag und dann ist Wochenende. Es ist 9:45, die Nudeln kochen, der Geschirrspüler läuft und ja, hier seht ihr übrigens die Anfänge. Ach, jetzt will mir hier schon wieder jemand die Kamera klauen. Die Anfänge unserer neuen Küche. Ich wollte nur zeigen, dass es hier ein bisschen wie Spieleparadies aussieht, aber sich für heute noch in Grenzen hält. Ja, wir hatten es schon schlimmer. Was heißt schlimmer? Wilder. Und der Karl wollte jetzt eben nochmal vloggen, habe ich gehört. So, ihr habt ja gerade gesehen, dass ich Video geschnitten habe und in der Zeit hat Karl geschlafen und deswegen habe ich mich hier einfach mal hingesetzt. Allerdings war es nicht mehr viel zu machen, also das heißt nicht mehr viel. Es war halt kein, nicht ganz normal Video schneiden, sondern ich musste halt einfach nur noch den Karl zensieren. Und ja, das ist halt schon ein bisschen aufwendig, aber mittlerweile habe ich so ein bisschen Gefallen dran gefunden.
gefunden, sonst musste das immer Philipp machen. Auf jeden Fall habe ich dabei ein bisschen Musik gehört und ja, ganz entspannt. Genau, und jetzt zeige ich euch mal unseren Mittag. Also für Karl gibt es hier Nudeln mit Tomatensauce und für mich gibt es noch einen Rest Gemüse. Genau, es gibt jetzt ja in so 20 Minuten Mittagessen. Bisher waren wir immer bei um 12, jetzt habe ich es auf Kindergartenzeit 11:30 angepasst. Und ja, mal sehen, was wir dann machen. Das Wetter ist ja wie gesagt schrecklich. Die Sache ist, ich habe heute einfach mal probeweise die Milchflasche von Karl mit in den Geschirrspüler getan. Eigentlich dürfte die 100 Grad aushalten, also steht da und ich mache ein 70 Grad Programm immer an. Allerdings bin ich mir nicht so sicher bei dem Sauger, wenn der das aber nicht überlebt, dann, wobei der wird ja auch ausgekocht. Ja, also ich denke mal, dass sie es überlebt und wenn irgendwas schief läuft, müssen wir nachher nochmal los eine neue Milchflasche kaufen. Sauger habe ich noch eine Packung, glaube ich, müsste ich nur noch auskochen. Genau, der Karl ist noch ein bisschen anhänglich nach dem Schlafen. Ich glaube, er hat auch nicht ausgeschlafen. Ich weiß aber nicht, wovon er aufgewacht ist. Auf jeden Fall werden wir jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen kuscheln und dann gibt es Mittagessen. Guten Morgen. So, wie ich mir selbst schon gedacht habe, habe ich gestern nicht mehr weitergevloggt, weil, ich weiß nicht, es ist halt irgendwie nicht so viel mehr passiert. Also speziell am Nachmittag. Und dann war auch Philipp da, eher als gedacht. Und ich wollte ja eh nur so den gestrigen Tag, also so als Mama-Kind-Tag sozusagen, filmen. Und ja, dann habe ich irgendwie total vergessen, auch noch irgendwie eine Endszene zu drehen. Wenigstens, also egal jetzt, ob Philipp da schon da war oder auch nicht. Ich kann jetzt noch gar nicht sagen, wie lang das Video wird. Ich werde es nachher einfach mal schneiden. Und ja, also wir haben jetzt halt schon den nächsten Morgen, es ist kurz vor 7, ich werde jetzt den Kleinen wecken, der schläft noch. Wir müssen heute schon um 8 Uhr Kinder. Boah, es tut mir leid, dass ich immer so die Kamera so ganz langsam nach oben bewege. Wir müssen um 8 Uhr im Kindergarten sein. Und also heute ist erstmal zeitig, aber ich meine, wenn er irgendwann später, also wenn ich irgendwie einen Termin früh oder Vormittag habe, und dann muss er ja auch um 8 Uhr dort sein. Und von daher ist es ja jetzt eigentlich ganz gut, dass er sich daran gewöhnt. Genau, also um 8 sind wir heute dort und dann bleibt er eine Stunde. Ich bin allerdings in der Kita mit und werde mir deswegen jetzt hier die Speicherkarte rausnehmen, Laptop, Kopfhörer und hier so ein Adapter für die Speicherkarte und werde dann das Video dort schneiden, weil eine Stunde Zeit ist schon ganz sinnvolle Zeit, finde ich. Oder nicht sinnvolle Zeit, aber in einer Stunde kann man sinnvolle Dinge tun. Also ich habe ja gestern, wo wir eine halbe Stunde dort waren, eine Zeitschrift mitgehabt. Die hatte ich wiederum am Tag davor, wo wir 20 Minuten dort waren, auch mit und habe die innerhalb der 2 Tage durchgelesen und jetzt, ja, habe ich nichts mehr zu lesen. Und ja, genau, ich werde das Video schneiden. Und dann mal gucken, was wir heute machen. Allerdings gehört das hier nicht mehr in den Vlog. Also wir werden wahrscheinlich in unserer Küche noch weiterbauen und hoffentlich gut vorankommen. Wir haben gestern noch was im Baumarkt geholt. Gestern Nachmittag, was wir hier noch für die Küche brauchen. Dann haben wir unsere Waschmaschine noch im Keller geschafft. Also hier oben ist jetzt eigentlich super viel Platz für die neue Küche. Und ich hoffe einfach, dass wir heute, ich kann zeigen hier, den Waschbeckenschrank anschließen. Da steht jetzt alles gerumpelt drauf, weil ich habe gestern gekocht und sonst stand hier halt noch Zeug. Also den Schrank werden wir ordentlich anschließen, weil ihr seht ja hier, das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Und der kommt dann hier rüber, also direkt an den Herd und dann ist daneben ganz viel Platz für unsere Bar. Und da war Philipp nämlich gestern auf dem Rückweg auch noch, ich sag mal, Utensilien, also Baumaterial für die Bar holen, worüber ich mich super, super freue. Und ich möchte jetzt aber dazu noch gar nichts sagen, weil das wie gesagt nicht in diesen Vlog hier gehört. Und ich denke mal, wenn die Küche fertig ist, können wir die euch auch in einem extra Video ganz toll zeigen. Genau. Dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video und ich habe jetzt richtig Bock eigentlich mehr Vlogs zu drehen, was ich eigentlich schon immer habe. Bloß manchmal passiert einfach so viel und dann kommst du gar nicht mehr dazu, die Kamera in die Hand zu nehmen. Also ich denke mal, dass es ganz bald wieder Vlogs geben wird und wie gesagt, ich habe da super viel Bock drauf. Und jetzt werde ich erstmal in Kleinbecken, weil in der Dreiviertelstunde müssen wir los und
Ich muss ihn jetzt noch wickeln und dann isst er noch was. Und ja, genau. Deswegen verabschiede ich mich hier und im nächsten Video wird ja ziemlich sicher auch Philipp wieder dabei sein, weil er ist ja jetzt auch wieder da.